Ich arbeite oft mit mehreren geöffneten Fenstern und möchte gerne diese Fenster nebeneinander darstellen. Habe aber auch mehrere Bildschirme und möchte gerne die geöffneten Fenster auf verschiedene Bildschirme verteilen. Gibt es da eine Lösung? Mit Windows 10 ist das ganz einfach, weil es Tastenkombinationen dazu gibt, Kai, zwar in Verbindung mit der Windows-Taste, also mit der Taste, auf dem dieses Fähnchen zu finden ist. Auf meinem Bildschirm sind momentan mehrere Fenster auf und ich hätte gerne Word und Excel nebeneinander. Was mache ich? Ich lasse mein Word-Fenster markiert, drücke die Windows-Taste, lasse diese Taste gedrückt und Cursor nach links, also die Pfeiltaste nach links. Und daraufhin positioniert mir tatsächlich mein Windows dieses Fenster auf der linken Bildschirmhälfte. Rechts werden alle geöffneten Fenster angezeigt und da genügt es jetzt einmal auf Excel zu klicken und schon sind die wunderbar nebeneinander positioniert. Wenn du mehrere Bildschirme hast, ist es auch ganz einfach, denn dieses Positionieren geht auch über mehrere Bildschirme hinweg. Sprich, das Fenster, das gerade aktiv ist, aktiv lassen, Windows-Taste drücken und wenn du dann die Cursor-Taste nach rechts oder nach links drückst, dann wandert es von Bildschirm zu Bildschirm. Wie man gerade eben gesehen hat, es wird erstmal wieder klein, also seine alte Position. Jetzt nimmt es die linke Position ein und beim nächsten Drücken würde es dann auf dem Bildschirm links nebendran erscheinen und so weiter.